Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Parasite Eve 2. Meine sehr verehrten Freundinnen und Freunde. So, in der letzten Folge haben wir erfolgreich diesen unheimlichen komischen Typen da, Nummer 9, wie er sich nennt, ausgeschaltet nicht, aber wir konnten ihn ein wenig aufhalten, sagen wir es mal so. So, und jetzt sind wir hier wieder in unserer MITF-Zentrale. Wir müssen uns für den nächsten Auftrag wappnen. Natürlich nehmen wir hier wieder die Pulle mit. Das ist, wow, Medizin Level 3. Geil. So. Und jetzt haben wir natürlich auch Möglichkeit, unsere ganzen Punkte bei unserer netten Kollegin hier. Wie hieß sie noch? Jody, genau. Hey, ah ja, willkommen in der Waffenladen. Im Waffenladen. Bouquet. Willst du was kaufen? Ja. Yep. So, jetzt können wir uns für 4000 BP entweder Waffen, und zwar entweder eine Schrotze oder M4. Ich meine, beides geil. Beides wirklich geil. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die wirklich brauchen. Vielleicht die Schrotze. Weil die macht gut Bums. Buckshot und Rifle-Munition. Diese zwei Munitionsarten können wir uns holen. Wir haben natürlich noch unsere Standardwaffe und die Standardmunition. Wir könnten aber auch Schutzkleidung holen. Und die ist schon sehr gut. Die wär eigentlich so eher mein Go-To, weil Rüstung kannst du wirklich nie genug haben. So, das ist eine Spezialweste und wir könnten natürlich auch so eine Kampfrüstung holen. Entweder Schildkrötenweste oder eine Kampfrüstung gleich. Gepanzerte Nahkampfrüstung. Der Helm beugt Stummheit vor. Stummheit, das bedeutet, dass wenn unser Charakter von irgendwie so die Granaten, diese Nebelgranaten, die der Typ in der vorigen Folge hatte, die machen einen blind oder sozusagen stumm. Ne? Damit kann man halt nicht mehr vernünftig zielen. Man ballert nur noch in der Gegend herum. Und das kann damit verhindert werden. Ich würde aber eher, glaube ich, erstmal auf die Weste gehen. Kaufen. Danach schnappe ich mir noch die hier. Die wunderschöne Schrotze. Bei sonstiges, da können wir uns auch Medizin, Blitzlicht, Mace, was auch immer das ist. Ich glaube, irgendwie so eine Art Spray. So ein Abwehrspray. Wir können uns Beruhigungsmittel, halt Stummheit, Wut, Konfusion, ein finsternes Starre und Gift. MP-Wasser wäre natürlich geil, aber das kostet auch sehr viel. Und dann schnappen wir uns doch nochmal 100 Schuss Schrotmuni. In der Wüste brauchst du Wasser. Sonst wirst du zu trocken für den Monster. Ja, was ein schöner Witz. Okay. Und dann würde ich doch mal sagen, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo speichern kann. Deswegen mache ich das lieber durch F2. Plupp. So, Spiel gesichert. Ich weiß nicht, können wir hier noch was gucken? Ah, okay. Ja, geil. Plastikbeutel. Ringerlösung. Blutkonserven. Oh, Kapsel. Irgendwelche Kapseln. Maximaler HP-Wert. Oh. Okay. Wir haben sogar noch ein bisschen Munition vom letzten Mal übrig. Was ich sehr cool finde. Und das Ding geht ewig lang. Wir können es aber irgendwie nicht sortieren. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. So. Nein. Nein. Oh, immer falsche Taste. Ich will immer
Ich drücke hier mal die Select-Taste anstatt die Start-Taste. So. Ich würde sagen, wir nehmen die Sturmjacke und wechseln sie gegen unsere Schildkrötenweste aus. Okay, die hat natürlich mehr Attachments. Die hat nur 3. Die andere hat 5. Aber egal, das macht eigentlich nichts. Wir können ja nach jedem Kampf können wir ja alles abändern. Wir nehmen schon mal die. Die Parabellum-Munition. Halt. Und die verschieben wir hier hin. Nachladen mit der Buckshot. So. Dann speichere ich nochmal. Und dann. Ratatatatat. So. Mein lieber Pierce, wir möchten losfahren. Also was wir Hell hat sie in der Polizei wieder zurückgegeben. Ach, schade, ja. Jody wartet in der Waffenkammer. Wissen wir auch, da waren wir ja gerade. Kannst du losgehen? Ja. Ich kann noch üben, ne, schießen oder noch nicht, aber wir wollen los. Und bitte, liebes Spiel, funktioniere. So, er macht das Tor auf. Wir fahren los. Beim letzten Mal hat es geklappt. Mit quietschenden Reifen geht's los. Komm schon, komm schon. Ja, da ist das S. Beim letzten Mal hat es funktioniert. September. Ja! Okay, 5. September, 12.13 Uhr. Mojave-Wüste, Nevada. Oh, schön. Yes! Ist das toll. Ich freue mich gerade einen kleinen Keks. Dryfields. Area 272. Stelle. Shop. Welcome to Dryfields. Puh, dann mal ran, Herr Nebenarbeit. Wen soll ich hier verhören? Vielleicht den Besitzer? Fragezeichen? Okay. Erstmal. Hallo. Munition. Item mitnehmen. Natürlich. Verplump. So. Wir sind hier natürlich jetzt schon fully equipped. Können wir eigentlich mit unserem Auto fahren? Unser Auto? Wir können es nicht angucken. Schade. Den Reifenhaufen können wir nicht angucken. Zapfsäulen. Ich brauche nicht zu tanken. Zuerst die Arbeit. Okay. Aber eine Zapfe, Digga. Okay. Oh, schön mit diesem Soundtrack. Hallo. Es ist zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Da ist jemand. Er starrt mich an. Wer kann das wohl sein? Vielleicht ist es auch irgendein Typ oder so eine Indianerfigur oder was? Entschuldigung, Ureinwohner. 75 Cent. Ob es funktioniert? Asteroid Bell. Huh? Sie sind also da. Sammeln Sie Informationen. Und passen Sie auf. Die Bevölkerung weiß nichts von unserer Existenz. Das wäre alles. Jupp. Jupp. Und gespeichert.
Der Emulator blendet das sogar nochmal ein. Sehr schön. Gemischtwarenhandel. Jack Cactus. Abgesperrt. Okay. Hört man da einen Hund oder ist das ein komisches Geräusch? Ich weiß es nicht. So, und gleich werden wir einen neuen Feind begegnen. Okay, das hat schon einen Grund, warum die Kamera hier jetzt ist. Ich weiß nicht, haben wir schon eine Karte? Nein. Irgendwo muss es auch noch eine Karte davon geben. Aber sobald ich jetzt einen Meter laufe... Hallo? Und weg ist es. Okay, MP 4 plus 1. Okay. Item erhalten. Hydra-Munition. Okay. So. Jetzt können wir uns hier natürlich alle Räume anschauen. Eine Eistruhe. Ist zwar heiß, aber können wir da. Okay. Ich glaube, irgendwas konnte man da auch noch einlegen. Zimmer 04. Niemand da. Ist abgesperrt. Okay. Können wir vielleicht reingucken? Okay. Nee. Oder hier? Nee. Gut. Nee. Zimmer 3. Scheint niemand da zu sein. Ah, ist auch abgesperrt. Okay. Also wir können jetzt die ganzen Räume untersuchen. Hier ist niemand. Aber wir können rein. Schön, wie die ganzen Kugeln durch die Gegend fliegen. Okay. Wir können uns, glaube ich, hier auch noch ein bisschen umschauen. Ein altes Porträt. Wyatt Earp. Der Sheriff, der am OK Coral gekämpft hat. Garderobe ist nichts. Okay. Und die Bilder, die haben, glaube ich, auch noch eine Bewandtnis. Zu einem Rätsel. Der Spiegel ist völlig verdreckt. Im Papierkorb, da ist etwas. Oh, Medizin. Ja, let's go. Mehr ist nicht drin. Okay. Oh, so eine riesige begehbare Dusche. Hatten wir auch mal. Ungefähr ähnlich groß. Gibt es hier sonst noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Let's go out. Und wie auch vorher, in dem anderen Level, werde ich hier natürlich jedes Areal immer wieder ablaufen, weil die Gegner anscheinend respawnen. Moppe? Da. Okay, Zimmer 01. Niemand da. Aber sie geht rein.
Okay, nirgendwo Viecher? Okay. Alter Spiegel. Man sagt, dass alte Spiegel die Wahrheit, die wahre Gestalt zeigen. Okay. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holliday. 1851 bis 1887. Der Gambler, der an der Seite von Herb gekämpft hat. Okay. Oh, so ein uralt Fernseher. Noch mit Drehreglern. Ach du Scheiße. Hey. Okay, das ist hier sehr ruhig. Alter Spiegel. Ah, okay, schade. Das ist hier wirklich sehr, sehr ruhig. Gefällt mir gar nicht. In der Garderobe ist nichts. Okay. Tschack, tschack. Also wie gesagt, die Bilder haben eine Bewandtnis zu einem Rätsel. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Pferd rum... Okay. Kein Pferdetypi im Rumrennen. Motel Bronco. Aber wo ist der Inhaber? Hm. Eichenartig. Oh, und hier, das weiß ich auch noch, hier taucht auch gleich ein neuer Gegner auf. Okay, ihr scheint es wohl nicht gut zu gehen. Ma'am? Ma'am? Darf ich vorbei? Lassen Sie mich vorbei! Achso. Sekunde. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal die Schrotze aus. Mal gucken, wie die reinhaut. Moin. Und ach komm. Nein! Ey! Oh Gott! Okay. Gut. Oh, MP-Wasser. Geil! Aber ich glaube, ich gehe wieder auf die normale... wieder zurück. Irgendwie glaube ich, dass sie ein bisschen mehr Damage macht als die Schrotze. Okay. Da haben wir jetzt gerade eine Verwandlung live miterlebt. Ein Klo für kleinere Männer. Hm. Oder Kinder. Vier Pinkelbecken. Bestialisch. Ist aber kein... scheint hier ein Fremdwort zu sein. Boah, es stinkt. Oh, puh. Ja, es stinkt. Ich will es nicht mehr sehen. Okay, schade. Und hier? Es ist zu. Scheint niemand drin zu sein. Okay. Behälter für Reinigungsmittel. Brauche ich wohl nicht. Ob sie wirklich hier sauber machen? Tja. Kann ich sonst noch irgendwas hier... Oh. Das Erbrochene. Was?
Ich will nicht wissen, was sie gefressen hat. Mann, das ging wieder ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich werde mir merken müssen. Okay, ich glaube, ich werde mir merken müssen, was da drin, was da stand. Eine Mülltonne. Da ist etwas drin. Okay. 10 Schrottmunition. Let's go. Geil. Jetzt können wir uns hier natürlich noch ein bisschen umschauen. Da ist die Toilette. Ein defektes Motorrad. Oh, gib her, ich mach das wieder fit. Oh, schön. Ich hätte gern die... Das. Hallo? Da. Egal. Saloon. Gene and Roy. Ist noch abgeschlossen. Okay. Gibt es irgendwas zu gucken? Nee. Okay. Den Container haben wir schon untersucht. Wir können noch eben hier hochgehen. Und da werden uns gleich noch weitere Viecher begegnen. Und zwar so Skorpionviecher. Und ich weiß nicht, ob ich da dann die Schrotflinte nehme. Warte mal. Okay, sie macht. Alter, die ist ja sehr viel schlechter. Okay, die macht 30 Schaden, die macht 50. Was ist denn das für ein Scheiß? Na gut. So, und wenn wir hier jetzt weiter reinlaufen. Okay. Sonst waren hier immer so Skorpionviecher dabei. Okay, dann gucken wir uns das Zimmer hier mal an. Die Nummer 5. Drin ist niemand. Ah, es hat gesperrt. Schade. Zimmer 6. Ist auch zu. Okay. Können wir da reingucken? Nö, schade. Das Lager. Klopf, klopf. Niemand drin. Ist auch abgesperrt. Okay. Ich weiß auch von früher, dass wir, glaube ich, irgendwann den Generalschlüssel vom Besitzer hier kriegen. Quinch. Okay, immer noch keine Viecher. Gut. Was hat die Karte? Ich glaube, wir haben hier jetzt schon alles nachgeguckt. Wo ich mich damals wirklich einen Wolf gesucht habe, wo es denn jetzt weitergeht. Also ich hab wirklich jeden Raum probiert. Wo muss ich hin? Wo kann ich lang? Was ich nicht gesehen habe. Hier ist auch noch eine Tür. Ui. Quitschi. Lustig, ne? Huzzah! Ein alter Brunnen. Hallo. Oh, nee. Geht fort mit euch. Oh Gott. Au, geht weg, geh weg, geh weg. Nach ran, nach ran. Oh. Gib mir auch einen Keks. Wisst ihr das? So. Blöden Fledermäuse. Blitzlicht. Okay. Jetzt mal die Frage, wäre es anders gewesen, hätte ich vielleicht den
anderen Panzer genommen? Okay. Ich habe ein Jaulen drin, ist da was. Heilige Scheiße. Kein Seil. Scheint unbenutzt zu sein. Okay. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge herauskriegen. Meine lieben Freundinnen und Freunde, falls es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir ein Daumchen nach oben, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten sehen wir nicht. Wenn es euch gefallen hat, ist ja wie immer euch überlassen. Der Weg ist versperrt. Tja. Oh. Ja, moin. Noch eben Medizin gefunden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.